So, und da sind wir nun auch endlich wieder zurück und nicht mehr alleine. Ich habe jetzt hier, Eigentlich los. genau, Franziska Urio neben uns sitzen, neben mir Morgen. sitzen. Schönen guten Morgen und du bist nicht alleine. Nee. Sein Part. Bienvenidos a todos. Gracias. ¿Qué tal? Bien. Pienso que es muy temprano para vosotros. Sí. Sí. Ihr seht alle gut aus, sehr früh, aber sind alle fit und werden nachher bei uns tanzen. Es geht jetzt um karibisches Feeling. Und du sprichst Spanisch, das ist super. Ein bisschen. Da hätten wir doch mit denen allen ein Interview machen können eigentlich, ne? Aber ja, wir wollen genau. Natürlich. Warum bin ich denn eigentlich hier? Ich freue mich. Ich kann kein Spanisch. Dafür reicht es dann doch nicht ganz, würde ich sagen. Schön, dass du hier bist. Wir sprechen über eine ganz besondere Dinnershow aktuell hier in Hamburg mit ganz besonderem Flair. Worum geht's genau? Das ist die Havana Night Show im Palastzelt in Hamburg und natürlich alles unter dem Thema Havana und Karibik Feeling. Ist eine schöne Live-Show mit Dinner vorher und ich moderiere das Ganze. Sehr schön. Das hat jetzt angefangen vor ein paar Wochen und geht bis Anfang Januar noch, 9. Genau, 9. Januar ist dann der letzte Tag. Wird bestimmt komisch werden. Also man sieht sich jeden Tag und ist dann halt wie eine große Familie. Und wir sind jetzt seit November schon da und spielen fast jeden Abend. Ja. Wow. Das ist aber auch ganz schön anstrengend, oder? Jeden Abend diese Show für die, abzuziehen. Ja, die machen wirklich bringen eine Top-Leistung. Ja. Also ich bin es, glaube ich, für mich ist es entspannt. Also Moderation ist easy, aber die tanzen volle Power. Akrobatik ist auch mit dabei und eine Liveband auch. Also es ist wirklich und ein langes Programm mit Aftershow-Party auch nach der Show noch und so. Ja. Wir geben alle Gas. Wir werden uns natürlich gleich live davon überzeugen, was das Showprogramm angeht, haben natürlich unsere Tänzerinnen und Tänzer hier. Was gibt es denn zu essen, wenn es an so einem karibischen Abend richtig feurig zugehen soll? Karibische Küche, genau. Ja. Wird auch sogar im Zelt direkt live zubereitet. Man kann also auch mal den Köchen irgendwie so live-cooking, mal gucken, was sie da so alles reinwerfen. In die Töpfe und Pfannen. Es gibt Fingerfood am Anfang, dann so ein Kokos-Mais-Süppchen und dann halt Fleisch und Fisch und auch natürlich auf die karibische Art und Weise. Kreolische Reispfanne und so. Also ganz lecker auf jeden Fall. Das hört sich gut an. Gibt es denn noch Karten oder ist es bisher schon restlos ausverkauft? Es gibt noch Karten, ja. Sehr gut. Ja, also wir freuen uns natürlich über jeden, der vorbeikommt. Also wenn das Zelt schön knackevoll ist, dann ist immer eine besonders gute Stimmung. Und dann macht es natürlich auch Spaß. Wie lange seid ihr denn schon am Proben? Wie lange ist dieses ganze Event denn schon jetzt in der Planung? Also, und wie lange seid ihr jetzt vor Ort? Die Proben haben so einige Wochen vorher in Berlin gestartet und dann ist die ganze Mannschaft rüber nach Hamburg und dann gingen die Proben hier weiter und dann musste das Zelt ja auch erstmal so alles präpariert werden und so. Ist ja auch von der Deko her alles so, dass man das Gefühl hat, man ist so kurz mal im Urlaub in der Karibik, also von Palmen und so weiter. Und dann, ich glaube, Stichtag war der 12. November, da war die Premiere. Ja. Und alle so, ja, und kam gut an. Also das ist ja das Schöne, dass wir wirklich positives Feedback haben und die Leute sich freuen und zum Schluss alle stehen und mittanzen und so. Also es ist echt cool. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über karibisches Essen gesprochen. Was gibt's da so? Was ist dein Leibgericht vielleicht von dem Angebot dort? Eigentlich kann man sich da entscheiden? Es gibt es halt auch in Afrika. Meine Wurzeln liegen ja in Afrika. Ich werde ganz oft dann bei der Show gefragt, so, oder direkt auf Spanisch auch angesprochen, so, ja, also auch aus Kuba und so. Ja. Mein Vater kommt aus Ostafrika, aus Tansania. Und dann gibt es halt auch Kochbananen zum Beispiel. Ja. Und da jetzt hier bei dem kubanischen Essen so Bananen. Und eigentlich hätte ich gedacht, so das zu Fleisch. Aber es ist voll lecker. Also das essen wir fast jeden Tag und ich habe es noch nicht irgendwie satt. Sehr gut. La comida de Alemania. ¿Qué es para vosotros? No? Oh, oh. Gar nicht? Diferente. Anders. Ein bisschen anders. Das heißt, kommt nicht so gut an. Okay. Ja, okay, das mögen Sie nicht ganz so gerne, dann vielleicht auch eher die karibischen Kochbananen. Man kann sich auf jeden Fall bei euch richtig so entführen lassen, ein bisschen in eine andere Welt. Wie bist du denn eigentlich persönlich dazu gekommen, das Ganze zu moderieren? Du sagst, deine Wurzeln liegen in Afrika. Kannst du Spanisch eigentlich oder wie kommt... Außer hola und bienvenidos, was ich dann immer so schön am Anfang der Moderation sage, ist es dann leider nur halt Deutsch und Englisch sonst. Ich wurde halt angefragt so und dann bin ich halt zu den Proben und wollte mir das mal anschauen, weil ich bin selber totaler Salsa-Fan. Also ich tanze gerne Salsa und für mich ist einfach, die Musik ist so, geht mein Herz auf. Ich kriege sofort immer gute Laune, wenn ich Salsa-Musik höre. Und habe dann halt die Proben gesehen und dann haben die losgelegt und getanzt und ich war so, oh, wow. Und dann habe ich gleich gesagt, okay, das ist genau das Richtige für mich. Es hat halt eine Power-Show und
das hat mir halt selber gut gefallen und dachte ich, das kann ich auf jeden Fall mir vorstellen. Jetzt haben wir so viel darüber gehört, jetzt wollen wir auch was sehen. Ja. Also jetzt klingt es so. Getanzt. Your turn. Genau. Eine letzte Frage noch, damit die noch was verstehen. Hace mucho mucho calor aquí. ¿Es bien para bailar? Sí. Oh, sí. Es kommt ziemlich heiß hier, also fast wie zu Hause dann irgendwie, würde ich sagen. Das freut sich schon mal. Wir müssen ja ein kleines bisschen umbauen. Vielleicht sprechen wir erstmal kurz über das Wetter. Tiempo in Alemania? Más o menos? Más o menos. Wahrscheinlich eher minus, eher weniger. Es ist ziemlich kalt. Okay. Wir gucken mal, wie es am Wochenende wird. Wie wird es denn für dich persönlich, beziehungsweise am Wochenende, sage ich schon? Also da ist der vierte Advent und da muss es ja eigentlich endlich mal kälter werden. Oder wie sieht es bei dir persönlich aus? Wie siehst du das, wenn es jetzt langsam auf Weihnachten zugeht? Weihnachtsstimmung bin ich so noch nicht so richtig angekommen, muss ich sagen. Also ich habe jetzt natürlich auch gar nicht geschafft, Geschenke und sowas alles zu besorgen. Aber ansonsten freuen wir uns auch auf die Silvesterparty natürlich bei uns im Zelt. Ja. Der 1.1. ist ja auch Tag des Triumphes der Revolution in Kuba. Das heißt, 1.1. ist Nationalfeiertag. Die feiern halt Silvester ganz anders als wir zum Beispiel jetzt Weihnachten, ne, wie wir das halt zelebrieren. Und an Silvester werde ich auch auftreten, also freue ich mich auch drauf. Und also singen, ne? Und ja, das wird nochmal ein schöner Event. Also da gibt es auch noch Tickets, wer Lust hat, auch eine schöne Party. Cool. Sehr gut. Gut für den Hinterkopf. Das heißt, einfach vielleicht nochmal über Google zu finden oder wie ist die Webadresse? Havana Nights und dann findet man alles. Havana Nights, da gibt es alles zu sehen. Okay, wir fragen jetzt unseren Wetterexperten, wie es denn tatsächlich wird und werden ein bisschen umbauen und dann wird hier getanzt. Da freuen wir uns drauf. Genau. Kurze Pause, bis gleich. Haben ein bisschen umgebaut. Du verdeckst eine Tänzerin. Ich gehe auch mal hier in die Mitte, dass man die Mädels noch sehen kann. So, genau, jetzt freuen wir uns auf eine ganz besondere kubanische Tanzperformance. Und ich würde sagen, wir sagen damit schon mal Tschüss. Genau, wir sehen uns morgen wieder von 5 bis 9, wenn Sie dabei sind. Lassen Sie sich jetzt verzaubern. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann ab zu Havana Nights. Wir verabschieden uns in den grauen Alltag und ihr werdet ihn jetzt etwas versüßen. Das übersetzen wir jetzt nicht mehr. Genau, dann kann die Musik jetzt auch anfangen.